Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. Ein Spiel haben wir noch und ja, wir könnten den Sieg einfahren und dann wären wir sogar aufgestiegen. Es wäre schön, wir werden sehen, wie wir uns schlagen, aber ich gehe jetzt schon davon aus, dass wir total vernichtet werden. Das ist doch immer so momentan, dass ich da im letzten Spiel einfach nur nochmal Scheiße fressen muss. Und ja, 77er bewertete Mannschaft. Leute, was ist denn das? Aber Lewandowski da vorn drin. Ja, ist klar. Ist eine komplett polnische Mannschaft. Ist ja auch geil. Finde ich cool. Hat was. Hat auf jeden Fall was. Eine polnische Mannschaft aus wirklich guten Bundesligaspielern. Großteil. So, aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Mit unserer Bundesliga-Mannschaft. So, schön abgenommen, Lahm. Und jetzt geht's auf nach vorne. Boah, komm, ey, die Bräune. Okay, Foulspiel. So, komm, hier hin. Boah. Ah, wird Ding auch noch gefoult. Schweinsteiger. Nicht gefoult, sondern einfach mal abgehalten. Ah, schade. Philipp Lahm konnte da wirklich frei schießen. So, die Bräune snackt sich den Ball nochmal. Ah, shit. Da bin ich ein bisschen weit gelaufen mit dem Spieler. Da hatte ich die Stellung noch an. Boah. Dann kann er mich mit kann er meinen Schweinsteiger hier austanzen. So, Raphael, hab Platz. Komm. Boah, nutzt den Platz doch. Ah, schade, wenn ich den erwischt hätte. Da hätte ich mich geärgert, wenn ich ihn doch versemmelt hätte. So. So, geh mal ran hier. Ah. So komme ich natürlich nicht durch. Boah. Dann köpft er hier mir mit Lewandowski ein in der 11. Minute. Ja, wenn ich so schlecht verteidige, gehört es mir nicht anders. Aber es ist noch viel Zeit. Ganze 80 Minuten plus zweimal Nachspielzeit. Also um ehrlich zu sein, es sind ja eh fast 90 Minuten. Und da kann man dann schon noch ein bisschen was machen. So, Raphael, schöner Schuss. Man kann es ja mal probieren. Ah, schade. Müller kommt da nicht mehr hin. Ein bisschen schade gewesen. Boah. Den habe ich schön umgemäht mit Schweinsteiger. Schweinsteiger wieder mal eine gelbe. Ja. Gerechtfertigt, um ehrlich zu sein. Nach der ersten Viertelstunde so reinzugehen, ist natürlich dann schon krass. So. Er macht den kurzen Pass. So, komm. Ran da. Ja, der geht ins Aus. Das ist einer für Leno. Komm, Leno, komm, gib mir einen guten weiten Ball, den wir gebrauchen können. So, Schweinsteiger, schön zu Lahm. Raphael spielt mit. Da haben wir Platz für Raphael. So ein bisschen zumindest und Butz, da ist er drin. 1 zu 1. Der Ausgleich. Der hat einfach mal so ein Hämmerchen. Das muss man auch mal auspacken. Und da muss man sich auch mal, ja, munter drauf besinnen, auch mal sowas hier zum Abschluss zu bringen. Aus der Entfernung, aus dem Winkel. Der Winkel war eigentlich Premium, da kann man eigentlich nichts sagen. Aber aus der Situation einfach raus, aus der Bedrängnis einfach raus. Einfach mal putz drauf. So, sauber. Schön abgenommen. Ah, und dann zu offensiv den Pass gespielt. Das ist natürlich ein bitterer Pass. Eine bittere Pille. So, raus auf Müller. Hoch zu De Bruyne. Nee, wird nix. De Bruyne. Ah, verliert ganz easy den Ball. Gegen den Verteidiger. So, boah, Hummels geht ja nur auf den Mann. So, Pesco hat hier eine Verletzung. Butz. Da kann man wirklich Putz sagen. Der war auch geil. Joa. Eine kurze Station. Wems. Ja, schön. Blaschikowski war es sogar.
Uiuiui, war ein guter Schuss. Hat er gut rausgeholt, das Ding. Aus der Trickkiste. Alter! Raphael, wieso machst du da so viel Platz zum Ball auf einmal? So, Müller geht hier schön rein. Oh, zieh einfach ab mit Müller. So. Oh, die Bräune. Hat's mal versucht, aber der Verteidiger ist mal da. Mensch! Ecke. Besser als nix. So, Lahm bringt die Ecke. Boateng. Ah, oh, schade. Ein Schuss aus der zweiten Reihe vielleicht. Oh, schade. Schade. Kann man ja mal probieren. So, offensiver will ich gerade mal noch nicht stellen. Ach, ich tue es trotzdem. Scheiß drauf. Das läuft beim Spiel immer recht gut. Oh, nee. So nicht. Boah. Aber zum Glück zaubert er sich ins Aus, dass er hier nichts machen kann. So. Einfach mal durch hier. So, die Bräune. Oh, verliert den Ball schon wieder. So. Boah, Alter. Wieso? Wieso lässt er sich da so viel Zeit? So unendlich viel Zeit. Mit dem Pass. So, Müller kann da mal ein bisschen helfen, aber nö. Muss er nicht. Er probiert es nochmal auf die Weite. So, komm, Leno. Bring mir was Schönes. Boah, was war denn das für ein Kopfball, bitte? So, Raphael, komm da hin. Ja, er kommt hin. Er kann aber nicht abziehen. Mensch. Hat er zu unkontrolliert angenommen. So, aber den haben wir. Oh. So, Schweinsteiger hat den. Boah, abseits von Schürrle. Oh, das sind die Situationen, wo ich mir denke, oh, Menno. So, Kopfballduell. Schön gleich weiter zu Raphael. Boah, dann hält ihn sein Keeper. Mensch. Das kann nicht wahr sein. So, Lauf auf Kurzpfosten. Ball kommt schön. Ah, schade. Boah, wieder nur auf dem Torwart. Aber eine Ecke nochmal. Von Schürrle rausgeholt. Lahm bringt die Ecke. Ah, die Bräune. Schade. Wird von hinten geschubst. Noch eine Ecke. Okay. Komm, nochmal. Ah. Die war nicht so gut. 5 Minuten Nachspielzeit, sagt der Schiri. Boah, dann kommt hier ein Foulspiel zustande. Wirklich. So, schön abgefangen. So, die Bräune hatten. Nochmal auf Müller. Oh, der ist zu weit. Der ist einfach nur zu weit. Der war blöd. So. Er legt ihn sich ab und dann macht er erstmal. So, die Bräune im Abseits. Der Pfiff kommt auch. Joa. Wollte ich mal schnell machen. Schnell wollte ich es ausprobieren. So, da ist der Halbzeitpfiff. Wir liegen nur ein Tor hinten. Also, da kann noch viel gehen. Die Pässe müssen wir wieder unter Kontrolle bringen. Und dann könnte das auch um einiges besser laufen. So, ich stelle mal sehr offensiv. Kann ja was helfen. Oh. Wenn ich dann sowas mache, hilft es mir gar nichts. Sauber. Schön geklärt. Oh, da wollte ich hin. Genau dahin. So, aber den Hammer. Schön zu Raphael. Nochmal die Möglichkeit. Der Ausgleich. 2 zu 2. Boah, wenn der schön ankommt zu Raphael, wenn der Platz hat, dann kann er sowas machen. Und wie er sowas machen kann. Supi. Supi, Junge. Haben sie endlich mal die Offensivtaktik des Trainers umgesetzt. Und stehen da einfach mal gut. Na, da ärgert sich der Torwart. So ein bisschen, so ein kleines bisschen. Okay. Natürlich gleich mal wieder versuchen, den Ball abzunehmen.
So schnell wie möglich zumindest. So, Schürrle, komm. Nimm dir den Platz, den du brauchst. Passt. Ah, wollte ich nochmal hoch reingeben, statt dass ich mit Schürrle durchlaufe. Ist da nicht so unbedingt die Sache, wie ich es mir vorgestellt hätte. Aufpassen, Lewandowski ist bei sowas echt gefährlich. Oh, Freistoß. In so einer Situation. Oh, er hat den Freistoß produziert. So, De Bruyne kriegt den, hoffentlich. Ne, kriegt er nicht. So, aber da sind wir schön reingegangen. So, aber den kriegt De Bruyne. Der steht im Abseits. Wieso? Wieso denn schon wieder? So, den macht er weit. Hat er mal gut intus. So, er hinten natürlich schon wieder gut formiert. Müller geht gut. Ah, schade. Kriegt einfach auch den Raum nicht, den er mal braucht. So, Schweinsteiger schön reingegangen. So, Raphael. Die Bräune kommt. Butz! 3-2, die erste Führung. Die erste Führung für uns. Natürlich aufpassen. Im Hinterfeld nochmal. Oh, wunderbar. Man kann noch träumen vom Aufstieg in die Liga 4. Man glaubt es nicht. Man reibt sich nur verwundert die Augen, wie das hier doch noch funktionieren kann. So, Philipp Lahm, super angenommen den Ball. Abgenommen den Ball, so wollte ich sagen. So, Müller kriegt den Ball hier. So, die Bräune kriegt nicht. Schade. Schade. So, und jetzt dranbleiben am Gegner. Oh, wir machen Lücken auf, aber die Lückenhaftigkeit ist geschlossen. Ist aus für heute. So, die Bräune hat hier mal ein bisschen Platz. Alter, wenn das kein Foulspiel war, das war ein gestelltes Bein. Oh, die Bräune schon wieder im Abseits. Wäre eher an die Latte gegangen. Da hat das Tor gewackelt. So kraftvoll war der. So, noch eins nachlegen, das wäre schön. Es würde Beruhigung schaffen. Alaba ist hier dran am Feind. Kriegt auch den Ball noch weg. Einwurf für den Gegner, aber zumindest weg ist er. So, die Bräune. Oh, er kann sich durchsnaggen. Schön. Raphael. Nee, kriegt die Bräune oder sollte die Bräune kriegen. Ja, hat nicht ganz so funktioniert. So, noch 20 Minuten plus Nachspielzeit. Da müssen wir natürlich noch viel machen. Boah, Außenpfosten. Mann, bin ich glücklich, dass der nicht reingeht oder ging. Ein bisschen Pech muss er ja auch haben. Sauber vom Boateng. Ganz frisch und gut geklärt. Jetzt drückt er hier natürlich gut rein. Da dachte ich schon. Jetzt könnte was passieren. So, Müller. Hat er den Raum? Ja, er hat ihn. Er ist auch schneller als hier der Mittelfeldspieler. Boah! An dem Pfosten! Das gibt's nicht. Es wäre so ein ersehntes Tor gewesen. So, komm, bring rein. Ah, die Bräune will nicht ganz hochspringen. Der hat Angst vor Kopfbällen. Sieht zumindest gefährlich danach aus. So, sauber Boateng. Zweimal schöne genommen. Ach, die Bräune schon wieder im Abseits. Oh, heute campt der im Abseits, aber gewaltig. Voll der Camper. So, und ab durch die Mitte. Der war wirklich Glück, der Pass. So. Müller. Boah, schon wieder im Abseits, wirklich. Na, Abseitsfalle funktioniert bei der Mannschaft recht gut, ne? Ja, macht er kurz. Macht er kurz. Aber trotzdem
rennen wir hier rein und versuchen hier den Gegner ins Schwitzen zu bringen. Sauber lahm. Oh, dann fällt er zusammen. Wirklich. Oh. So, nach vorne damit. Irgendwie geklärt. So, Schürrle bekommt Raum. Ein bisschen zumindest. Ah, aber irgendwann ist halt mal auch dicht. Und jetzt kontert er mich. So, Boateng mal wieder der Retter in der Not. Das muss ja auch mal sein. Dass wir so einen Vertreter auch mal in der Abwehr haben. So. Puh. Jetzt wird es aber hinten höher als vorn. Der geht vorbei. 3 Minuten vor Schluss. Komm. Noch ein bisschen. Oh. Da war noch einer dran von mir. Komm, weg damit. Zumindest mal ein bisschen Abstand generieren. Noch eine Ecke. Heieiei. Heieiei. So, weg damit. Danke. Selbst der Torwart ist hier. Boah, ich krieg den nicht weg. Ah, noch eine Ecke. Steht hier der Torwart wieder? Ja, er steht wieder hier. Ah, Mensch. Darf ich denn nicht einfach noch so einen Konter machen? So, der Torwart rennt hier noch von ihm. Boah, mach halt den Kopfball. Nein, ich mach die Lücke auf. Nein, du sweatest mich nicht. Wäre eh abseits gewesen. Da kam auch der Pfiff. Boah. Der wollte sweaten, die Sau. Der wollte sweaten. Boah, ich sehe gerade mal echt nicht mehr durch in der Partie. Und der Schiri will einfach nicht abpfeifen. Da ist er! Wir sind aufgestiegen! Das gibt's nicht! Ich hätte es nicht gedacht, aber wir steigen auf! Mensch! Alter! Sind mir die FIFA-Götter doch mal hold! Und wir steigen auf! Ah, ich hätte es nicht gedacht. Wirklich. Das muss ich aber jetzt überprüfen. Alter, komm, zeig es mir. Eieiei. 9,1 Raphael, top Spiel gemacht. So, weiter. Und wir sind wirklich aufgestiegen. Yes. Sehr gut, du bist aufgestiegen. 5.600 Münzen oben drauf auf unser Konto. 3 Siege in Folge zum Schluss raus. Ja, passt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen in Liga 4 auch wieder dabei. Und bis dahin, ciao.